Neues. So, YouTube-Link ist hier. Genau, sowieso YouTube-Link ist da. Dann könnt ihr gerne wechseln, wenn ihr ein Problem hier habt. Ansonsten schauen wir weiter. Jotem Masa al-Khir, Anna Kwais, Claudia, genau, YouTube-Link ist da. Super, Katrin, dass du wieder geschafft hast. Anke, hallo, guten Abend, Evelyn. Wiebke, ganz gut, dass du bei uns bist. Masa al-Nur, Ronny. Bernhard, Zayak, Heidrun, Masa al-Nur. Claudia, kein Bild. Nee, Christina, kein Bild, kein Ton. YouTube-Link ist da, ne? Roswitha, Anna Mauguda, Deluati, da Kwais, geht dann. Hallo, Marien. Hallo, Karen. Monika sagt Masa el-Khair. Ulrike, ich habe auch kein Bild, kein Ton. YouTube da. Uwe ist da. Roswitha kann mich gut sehen und hören. Das ist wunderbar. Okay, YouTube-Link ist da. Ja, YouTube-Link ist da, falls ihr mich sehen und hören könnt. Claudia, Masa el-Khair. Wunderbar. Okay, dann langsam können wir beginnen. Das ist wunderbar, Ulrike, dass es geht. Und super. Ich kann jetzt losgehen. Okay, machen wir die Aufnahme. Okay, wir machen heute die Namen oder Monats, die Monate einfach, Januar, Februar, März und so weiter. Und ich kann dir sagen, in Ägypten nutzen wir den islamischen Kalender ziemlich nicht. Das heißt so Monate wie Ramadan, Dhul-Hijja, Dhul-Qa'da und so weiter sind auch 12 Monate. Das islamische Jahr ist auf jeden Fall länger. Auf jeden Fall. Aber ich kann dir sagen, wir wissen ja, welche Monate haben wir und so weiter. Wir haben insgesamt 3 Kalender in Ägypten. Der Kalender, was man auch hier in Europa verwendet, und der islamische Kalender, die Monate wie Ramadan und so weiter. Und es gibt auch alte ägyptische oder alte ägyptische Kalender. Das nutzt man vor allem für das Wetter, komischerweise. Nicht jeder auch weiß ganz genau die Monate in dem islamischen Kalender. Für mich persönlich, ich meine, ich bin aufgewachsen in Ägypten und ich bin 100% Ägypter. Die Sache halt, ich weiß gar nicht, wann ich geboren bin hier bezüglich dem islamischen Kalender. Ich bin geboren am 13. April. Und wenn jemand mich jetzt fragt, okay, im islamischen Kalender, wann bist du geboren, kann ich nicht antworten, ne? So in Ägypten nutzen wir auch endlich diese Monate, Januar, Februar, März und so weiter. In Saudi-Arabien, glaube ich, haben sie immer den islamischen Kalender verwendet, aber denke ich mal, vor 2 Jahren oder vor einem Jahr habe ich das nicht im Kopf. Sie haben den islamischen Kalender oder sie nutzen den islamischen Kalender nicht mehr, weil sie haben bemerkt, wenn die Leute, oder Saudi-Arabien wollte ein bisschen Geld sparen nach einem wirtschaftlichen Problem. Sie haben natürlich, oder sie wollten das Geld von den Angestellten und Mitarbeitern kürzen. Sie haben gesehen, wenn sie den islamischen Kalender verwenden, dann bekommen die Leute mehr Geld, weil das islamische Jahr länger ist, ja? Und deshalb haben sie dann gewechselt einfach oder verwechselt oder gewechselt, ja.
Simona sagt, Datei kann nicht geladen werden und Ton ist verzerrt. Ist das auch so auf YouTube? Dann YouTube bitte. Einfach, wenn hier ein Problem gibt, einfach so auf YouTube. Und auf YouTube, glaube ich, läuft besser. Denn es kommt eigentlich darauf an, welche Geräte ihr habt oder welcher Browser ihr habt. Aber YouTube ist, glaube ich, gemacht, damit jeder mit seinem Handy und in seinem Browser dann das verwenden kann. Denke ich mal, ich bin nicht so der Profi in der Sache, aber es ist so, ist mal meine Einschätzung. Okay, wir machen jetzt dann die Namen der Monate. Erstmal Januar. Und Januar heißt Jene Jir. Jene Jir. Jene Jir. Jene Jir. Februar, Februar. Du kannst hier merken, dass die Namen so ziemlich ähnlich sind, ja? Du lernst ja neue Wörter, aber trotzdem sind die Wörter ähnlich. Februar ist Februar. 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 März ist Meeres. Meeres. Und auch ganz einfach. Meeres. Meeres. April. April. Heißt so April. April. Und wir haben kein P, wir sagen mit B, Ebril, Ebril, Ebril. Mai, Mayu, heißt so, Mayu, Mayu. Mayo. Mayo. Du siehst bis jetzt, die Namen sind total ähnlich. Ist nicht so auswendig. Es ist nicht aufwendig, denke ich mal, die Wörter zu lernen. Juni heißt Jonja. Jonja. So, Jonja. Jonja. Ionia. Juli heißt Julia oder Juliu. Juliu, sagen wir Juliu oder Julia, es ist egal, aber sagen wir am meisten Juliu. 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 Juli, August, Augustus. Das habe ich erstmal auf Arabisch. Habe Augustus, Augustus. Du hast hier ein Rachen-R. Augustus, Aro, Augustus, ja? Augustus, Augustus, Augustus. So, Augustus. Augustus. Augustus.
September oder September, hier ist mehr Stimmloses ist. September, September, September. Und wir haben kein P, du sagst mit B. September, September. Sorry. Ahmed. September, September. Na, nochmal. September, 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 September. September. Oktober heißt Oktober, ganz einfach Oktober. Oktober. Ich glaube, bis jetzt haben wir keinen Monat, was anders ist. Oktober. Oktober. November, 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 November. Und dann der letzte Monat, Dezember, heißt Dezember. Die Samber. Die Samber. So. Die Samber. Samber. Simona fragt, wo finde ich denn die Unterlagen zum Ausdrucken bzw. mit Schreiben? Simona, falls du diesen Kurs gebucht hast, dann findest du die Unterlagen bei den Aufzeichnungen dieses Kurses. Sophia, Flora-Step mit Chrome war echt gut, jetzt geht. Danke, Flora. Ja, wunderbar. Ich kann auch euch auch denselben Tipp geben. Das hat bei vielen auch ganz gut funktioniert. Bitte Google Chrome jetzt verwenden. Das macht den Unterschied bei diesem Raum. Wenn du natürlich mit dem Rechner bist, mit dem Handy, weiß gar nicht, Safari geht auf gar keinen Fall mit diesem Programm. Birgitte, ich verstehe nicht, warum es nicht mehr geht. Ich hatte vorher noch nie ein Problem. Aber ist es jetzt, geht es jetzt gut, Birgitte, auf YouTube? Wenn ja, dann prima. Dann erstmal, du sowieso bekommst du die Aufzeichnungen. Das heißt, du kannst erstmal hier live das lernen und dann die Aufzeichnungen hast du auf jeden Fall. Genau, so sind die Namen der Monate jetzt auf Ägyptisch-Arabisch. Ich muss kurz eine andere Datei jetzt hochladen, was ich auch für euch heute geplant habe. Und dann geht wieder gleich. Marine, Microsoft funktioniert auch nicht mit dem Programm und Firefox geht seit 2 Wochen nicht mehr. Ja, ich verstehe das. Ja. Für mich persönlich nutze ich auch nur Produkte von Google einfach, ne? Weil sie am besten funktionieren, ehrlich gesagt. Aber gleich geht wieder los. Ich muss nur die Datei hochladen. Es dauert nicht lange. Hoffentlich. Ich weiß nicht. Claudia Safari hat bis 2 Wochen funktioniert. Ach so, ja, verstehe. Also ich glaube, für das Handy nicht mehr. Genau, Chrome geht ganz gut.
Verstehe, Bernhard. Jetzt, das werde ich das nächste Mal machen. Danke für den Tipp. Super gerne. Und wo ist da meine Datei? Jetzt bist du da oder noch nicht? Okay, das dauert ein bisschen. Ich kann auch mit euch meinen Bildschirm teilen als Zwischenlösung, damit ihr nicht so lange auch darauf wartet. Und damit wir unsere Zeit jetzt effektiv nutzen können. Okay, ich teile mit euch jetzt meinen Bildschirm und dann können wir zusammen das jetzt das zusammen lernen. Ich kann nicht die Datei auf einmal hochladen. Okay, jetzt ist da. Könnt ihr jetzt sehen, so hier steht, wie viel kostet ein Bett? Könnt ihr das sehen? Ich glaube nicht, ich habe das falsch gemacht. Ja, ich bin heute. Ich glaube, mein Kopf langsam ist irgendwie ein Problem. Aber jetzt, doch, jetzt glaube ich, geht. Und jetzt, wie findet ihr das? Seht ihr so Sachen wie, wie viel kostet ein Bett und so weiter? Sehr gut, das ist wunderbar. Oh, Internet macht mich wahnsinnig. Jetzt mache ich hier dieses Bildschirmding und dann kommt jetzt das auf. Genau. Okay. Was wir jetzt lernen, wenn du jetzt fragst, wie viel kostet ein zusätzliches Bett jetzt, ne? Wenn das jetzt, ich kann das Wort gar nicht sagen, zusätzliches Bett, ja? Und Wort zu Wort, was kostet das Bett, das zusätzliche, ja? So ist der Satz. Das heißt, wir müssen erstmal lernen, was kostet. Und was kostet bedeutet became. Became. So heißt das, ne? Was kostet became. Became heißt, wie viel kostet, was kostet und so weiter, ne? Became. Became. Es gibt auch nur das Wort came. Came. Aber came bedeutet wie viele. Wenn du jetzt nach Preise fragst, dann sagst du jetzt became. Became. Das Bett bedeutet il serir. Il serir. Bis jetzt became il serir. Was kostet das Bett? Und danach lernst du das Zusätzliche. Wo ist jetzt das Wort das zweimal? Il. Ja, became heißt, was kostet. Il ist der Artikel das, Serir Bett, L ist nochmal das und dann zusätzlich bedeutet Edafi. Edafi. Became, El Serir, El Edafi. So kann man sagen, wie viel kostet ein zusätzliches Bett. Sophia, Defi heißt doch warm. Genau. Warm bedeutet Defi, De, Defi. Aber zusätzlich heißt Edafi. Es gibt Unterschied bei dem A. Eda, Edafi und Defi. Natürlich auch gibt es ein I bei dem Wort Edafi. Genau, jetzt so haben wir den Satz gemacht. Bekam il serir il Edafi. Bet, Srir. Mehrzahlform. Serier.
Dann nochmal. Serir und Mehrzahl Serier. Wo ist der Aufzug? Erstmal lernen wir das Wort Aufzug und Aufzug heißt Asansir. Asansir. Asansir bedeutet Aufzug. Asansir. Mehrzahlform Asansirat. 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 Dann nochmal Asansir und Asansirat. Und jetzt, wenn ich dich frage, kannst du allein sagen, wo ist der Aufzug? Ich meine, der Satz ist relativ leicht. Könnt ihr das allein schaffen, denke ich mal. Ne? Wo ist der Aufzug? Wie sagt ihr das? Asansir fehlen. Fehlen il Asansir. Il Asansir fehlen. Verstehe. Ich sage euch einen Geheimtipp. Wenn du Feen verwendest, wo, Feen heißt wo, sag bitte das Wort danach mit dem Artikel. Feen il Asanseer. Feen il Asanseer. Ja, Feen und dann il und danach Asanseer. Du kannst auch das Wort Feen am Ende des Satzes verwenden. Du kannst auch sagen, il asanser feen. Das heißt, auf Ägyptisch-Arabisch können wir sagen, wo il asanser oder il asanser wo. Wo der Aufzug wo. Auf Deutsch kannst du nicht das Fragewort wo am Ende verwenden. Aber auf Ägyptisch-Arabisch geht es prima. Feen il asanser oder il asanser feen. Das heißt, du bist flexibel. Aber nur, denk bitte an den Artikel, fin el Asansir fin. Wo ist die Schule? Fin el Madrasa fin. Oder über das Thema so Hotel und so weiter. Wo ist der oder wo ist das Hotel? Fin el Fondo. Du kannst immer so üben, dass du den Artikel nicht vergisst. Fin el Fondo fin. Fin il Matar. Il Matar fin. Was bedeutet il Matar? Wer hat das noch? Il Matar? Flughafen. Wunderbar, ne? Fin il Matar. Flughafen. Il Matar fin. Und so weiter. Fin il Schate. Il Schate bedeutet Strand. Schatte heißt Strand. Fin il Schatte. Il Schatte. Il Schatte. Il Schatte. Il Schatte. Fin il Taxi. Nicht fin Taxi, sondern fin il Taxi. Fin il Schatte. Fin el Taxi und so weiter. Okay, die Dusche funktioniert nicht. Kann ich euch fragen, wart ihr mal, keine Ahnung, in Hurghada oder egal wo in Ägypten und habt ihr dieses Problem gehabt, die Dusche funktioniert nicht? Roswitha, ja, okay. Sehr oft beim Katrin. Oh, das ist schade. Ah, Wasserdruck ist eine Sache. Das ist ein Problem wirklich mit Wasserdruck. Marien hatte so nie Problem. Ah, mal kein Wasser, mal kein Strom. Kein Strom jetzt in Kairo.
ist so ziemlich garantiert. Ich hoffe dann in den anderen Städten noch. Jutta, genau. Okay, aber müssen wir nur lernen, wie man das Wort funktionierend ganz gut aussprechen kann. Jetzt Wort zu Wort, die Dusche nicht funktionierend, ne? Mit die am Ende. So sagen wir auf Arabisch. Erstmal, was bedeutet die Dusche? Die Dusche bedeutet El-Dosch. 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 Na? Das Wort ist so ziemlich ähnlich. El-Dosch. El-Dosch. Nicht heißt mich. El-Dosch, mich. Die Dusche nicht. Mich heißt nicht. Und dann funktionierend heißt Scharrel. Scharrel. Schar. Bei dem G, du sagst ein Rachen R. Schar. 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 Scharrel. Scharrel. Du hast kein R, sondern Rachen R. Schar. Scharrel. Bernhard, bei mir auch, das warme Wasser ging nicht. Das gab es. Ein extra Boiler, den ich, ach so, verstehe, krass. Ja, das verstehe ganz gut. Roswitha fragt, kann ich auch mich amalit? Nee, das geht nicht für Ägyptisch-Arabisch. Auf Hocharabisch sagst du la ta'amal, aber nicht ta'amalit, amalit. Na? Auf Arabisch, auch Hocharabisch ist ähnlich, das Wort ist ähnlich. Aber das nutzen wir nicht in Ägypten, sondern sagen wir Schar. Scharre. Claudia, das ist das Partizip von Biestarel. Wunderbar, Claudia. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Das heißt auch bei dir die Verben Scharre. Auch eigentlich das Wort Scharre bedeutet auch. Okay, das heißt so, Claudia, treffen wir uns morgen um 18 Uhr, Ahmed Shaghal. Shaghal ist das neue Wort für Maschi. Ich glaube, für euch ist das Wort Maschi bekannt. Zum Beispiel, wie findet ihr, dass wir heute 3 Stunden machen? Ja, das sagt ihr Maschi. Maschi heißt okay. Man sagt auch Shaghal. Okay, Shaghal, Shaghal. Das ist okay. Ich glaube, Shaghal ist ein neues Wort, das die neue Generation gemacht hat. Genau, und ich wollte für Claudia sagen, die Verben bei dir, Scharrela. Scharrel heißt hier, das heißt, bei dir läuft ganz gut. Ja, so heißt auch Scharrel oder Scharrela geht auch. Okay, dann wir haben jetzt den Satz gelernt, El-Dosh Mish Scharrel. Dann gibt es einen neuen Satz. Können Sie mir ein anderes Kissen bringen? Können Sie mir ein anderes Kissen bringen? Ja? Habt ihr die Situation auch in Ägypten oder nicht? Ich hoffe, ich bringe euch so Sachen, die ein bisschen relevant bei. Okay, gab es nicht bis jetzt. Ach so, ich nehme meins mit. Okay, das Wetter verstehe ganz gut. Vielleicht lernen wir diesen Satz. Ich nehme meins mit. Okay, aber machen wir dann diesen Satz jetzt. Erstmal, wir lernen auch hier dadurch die Verben wie bringen und kissen und anderes. Alle sind auch wichtige Wörter. Können Sie mir ein anderes Kissen bringen? Wort zu Wort, kannst bringen, bitte ein Kissen. Der Kissen anderes, ja? Und dir dann die Sache so im Deutschen sagst du, können Sie, ja, können Sie. Auf Ägyptisch-Arabisch, du kannst duzen. Du musst nicht immer so können Sie sagen wie auf Deutsch. Aber du musst nur darauf achten, wenn du diese Sachen sagst, dass du dabei höflich bist, ja. Du sagst nicht, oh, du kannst bringen, bitte, keine Angst, so, ne? Bleibt man höflich, dann hier ist es egal, ob du duzt oder sitzt. Und kannst heißt Mumken. Mumken. Und dieses Wort eigentlich Mumken ist hier das Geheimnis, warum man nicht sitzen oder duzen muss. Ja?
Weil im Deutschen, wenn ich jetzt sage, du kannst, du, dann muss ich hier eine Person verwenden, du. Sie können. Ja, dann nutze ich eine Person, sie. Aber wenn ich Momken verwende, dann brauche ich weder das Wort du noch das Wort sie. Weder die Person du noch die Person sie. Dann reicht einfach Momken. Und danach lernst du das Wort bringen. Und bringen heißt Momken Tigib. Momken Tigib. Momken Tigib. Momken heißt dann kannst du. Das heißt, in diesem Wort kannst du. Tigib heißt bringst. Du bringst quasi. Momken Tigib. Die zwei Wörter zusammen, Momken Tigib, kannst du bringen. Momken Tigib. Und dieses Momken Tigib kannst du für einen anderen Zusammenhang verwenden. Zum Beispiel Ahmed Momken Tigib Maya. Kannst du bitte Wasser bringen? Ahmed, Momken Tigib Coca-Cola. Momken Tigib, keine Ahnung, egal was dann jetzt, ne? Und dann, was bedeutet bitte? Momken Tigib Lau Samacht. Momken Tigib Lau Samacht. Ne? Lau Samacht heißt bitte. Ich bekomme sehr, sehr oft die Frage, warum bitte heißt Lau Samacht und nicht Afwan? Und ja, muss man verstehen, auf Deutsch hast du Danke. Du hast Danke. Und als Antwort für das Wort Danke sagst du bitte. Und du hast auch bitte, wenn du es sagst, kannst du mir bitte eine E-Mail schreiben, ja? Etwas so, bitte. Das heißt, du hast hier zwei Zusammenhänge. Bitte für Danke und bitte, wenn du zu jemandem sagst, gib mir bitte bla bla bla. Und hier auf Deutsch, du hast zwei Situationen, aber für jede Situation verwendest du das Wort bitte. Und du kannst hier merken, du hast schon zwei Situationen. Auf Ägyptisch-Arabisch verstehen wir das als wirklich so zwei getrennte Situationen. Sie haben miteinander nichts zu tun. Deshalb nutzen wir für jede Situation ein neues Wort. Wenn du mir Shukran als Danke sagst, dann antworte ich mit Afwan. Das ist hier eine Situation. Andere Situation, du sagst mir, Ahmed, gib mir bitte ein Buch. Dann dieses gib mir bitte, dieses bitte ist eine andere Situation, nutzen wir dafür noch ein anderes Wort. Und dieses anderes Wort, Lausamacht. Für dieses Lausamacht gibt es Synonyme. Das heißt, andere Wörter, aber haben die gleiche Bedeutung. Manche sagen, min fadlak. Dann heißt auch, bitte, im Sinne, dass du zu mir sagst, gib mir bitte ein Buch zum Beispiel. Haben wir Lau Samacht, haben wir Min Fadlak, Mumkin Tigib Lau Samacht, Kissen heißt Machadda, Machadda und wir sagen nicht ein anderes Kissen, sondern Kissen anderes, Kissen anderes, ne? Andersrum, immer andersrum. Kissen heißt Machadda und anderes bedeutet Teni. Teni, ne? Machadda. Und anderes heißt hier Tanja, weil das Wort Machadda weiblich ist. Wenn das Wort weiblich ist, dann sagst du Tanja. Wenn das Wort männlich ist, dann sagst du Teni. Aber hier dann Machadda Tanja. Mumkin tigib lau samacht Machadda Tanja. Diesen Satz kannst du für andere Sachen verwenden, zum Beispiel Mumkin tigib lau samacht Isäse Tanja. Isäse heißt Flasche. Dann du hast genau dieselben Wörter verwendet. Mumkin tigib kannst du bringen. Mumkin tigib. Lau samacht bitte. Machadda Kissen. Oder Isäse. Ne? Isäse Flasche. Tanja andere. Wir sagen nicht andere Flasche, sondern Flasche andere. Mumkin tigib lau samacht Isäse Tanja. Und dann die Frage, ist es möglich? Mumkin? Mumkin heißt auch möglich. Zum Beispiel, wenn du jetzt zu mir sagst, können wir morgen nochmal eine Stunde machen, sagst du dir, Mumkin. Mumkin heißt ja dann,
Ja, das ist möglich. Mumkin, dann heißt, das ist möglich. Ne? Aber ich glaube, es gibt auch andere Fragen, die ich nicht geantwortet habe. Elke, ich brauche eine weiche Matratze. Okay, das ist auch ein wichtiger Satz. Ich brauche eine weiche Matratze. Erstmal, ich brauche heißt, Anna mechtäge, wenn du eine Frau bist. Anna mechtäge. Und du bist eine Frau, Elke, dann sagst du Anna mechtäge. Der Männer, ein Mann sagt Anna mechtäg. Anna mechtäg. Aber erstmal für Elke, du sagst Anna mechtäge. Anna mechtäge. Und Elke braucht eine Mechtäge. Ich brauche eine weiche Matratze. Wir sagen Wort zu Wort, ich brauche Matratze, weiche. Dann andersrum. Nicht weiche Matratze, sondern Matratze, weiche. Und Matratze bedeutet Martaba. 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 Martaba heißt Matratze. Und das Wort Matratze, das deutsche Wort Matratze, stammt aus dem arabischen Wort Martaba. Anna mechtäge Martaba und weiche bedeutet Tariya. Anna mechtäge Martaba Tariya. Tariya. Ne? Anna mechtäge Martaba Tariya. Ich kann das auf Arabisch schreiben. Dann habt ihr alles in diesem Satz. Anna mechtäge. أنا محتاجة مرتبة طرية. So, ich nehme meins mit, will ich auch trotzdem euch beibringen. Ich nehme heißt Anna Bechot, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist. Ich nehme Anna Bechot. Anna Bechot. Hier ist praktisch. Ich nehme eine Bechot hier, dann gibt es kein männlicher, keine weibliche Form. Bei einem Verb wie brauchen, hast du hier männlicher Form, Anna mechtäg, oder weiblicher Form, Anna mechtäge. Ich habe hier gewechselt, hier eigentlich oben weiblich und unten männlich. Kurz Moment bitte. Ich muss das korrigieren. Aber bitte, du kannst jetzt das bitte von mir verstehen. Mechtäge ist weiblich, Mechtäge ist männlich. Ich habe bei männlich wie gemacht, das ist hier dann, habe ich nur gewechselt. Ana bechud heißt ich nehme. Ana bechud, ich nehme. Ich nehme meins mit, ich nehme meins mit, Ana bechud. Und dann, du kannst hier nicht das Wort meins verwenden, sondern du musst hier sagen, was du mitnimmst. Ich glaube, das war in dem Zusammenhang von Kissen. Und Kissen heißt Machadda. Dann sagst du, Ana bechud Machaditi, mein Kissen. Das heißt, du musst jetzt sagen, ich nehme mein Kissen. Ja? Bechud Machaditi. Ana bechud Machaditi. Machaditi. Maaya. Ana bechud. مخدتي معايا. Und das ist jetzt wunderbar. Anna باخد مخدتي معايا. Hier sind zwei Wörter getrennt hier. Dann hier ein Fach, du sagst erstmal Anna باخد, ich nehme, und dann du guckst einfach, was du mitnimmst, und dann verwendest du bei dieser Sache mein, مخدتي, und dann verwendest du معايا am Ende. Ma'aya bedeutet mit mir. Ich nehme meine Sache mit mir, sowohl zu Wort. Ma'aya. Genau, wenn die Kissen sind immer zu hart, wie Jutta geschrieben hat, dann haben wir das Wort Tariya gelernt. Und dann Tariya, falls ihr dann
weiche Sachen dann haben möchtet, ja? Genau, kann man mit Fadlak sagen statt lau samacht. Ganz genau, Karin, das ist richtig. Und das ist höflich hier, Karin. Das ist hier höflich, ne? Das ist hier dann höflich, ganz genau, verletzt das. Uwe, was ist der Unterschied zwischen lau samacht und dem Fadlak, beziehungsweise Unterschied in der Verwendung? Gibt es kaum Unterschied. Du kannst einfach verwenden, was für dich leichter ist und was du zum Beispiel in der Situation schneller merken kannst. Marin, kann man auch Naam sagen? Meinst du Naam als Lausa macht oder mit Fadlak? Dann nein. Ansonsten glaube ich, habe ich dann den Zusammenhang verloren. Du kannst bitte mir das nochmal erklären, Marin. Ilke, ana mehtäge, martabatariya. Wunderbar. Petra, bitte sage, was heißt harte Matratze? Okay, das Wort Tariya heißt weich. Hart heißt Chischen oder Chischna. Chischna, ja? Chischna heißt hart. Chischna. Dann du kannst erst mal sagen, il martaba Chischna, die Matratze ist hart. Oder il machadda, il machadda, il machadda Chischna, das Kissen ist hart und so weiter. Was meinst du mit der Flat? Bernhard, der Bechut Flat. Das habe ich nicht verstanden. Hart heißt der Chischen, dann habe ich beantwortet. Ach so, Wohnung. Ah, einer Bechut Scha'a. Auf Englisch, Entschuldigung. Ja, habe ich jetzt kapiert. Wohnung heißt dann Scha'a. Scha'a. Einer Bechut Scha'a. Scha'a heißt dann Wohnung. Ja? Einer Bechut Scha'a. Ah, verstehe jetzt, Marin, was du meinst. Kann man das Wort Naim verweis verwenden? Ja, Naim geht auch. Beim Martaba, bei Matratze und Kissen, vielleicht ist das Wort Tariya mehr verständlich, aber Naim geht auch. Genau, und die Aussprache ist Naim. Na, ich kann das auch schreiben. Naim. Naim. Ja? Naim. Naim ist bis auf ihr Tücher zum Beispiel. Wenn du ein Tuch brauchst und ein weiches Tuch, na, dann Naim. Naim geht auch für Haut. Na? Haut, wenn man sagt, ja, weich für eine Haut, dann Naim zum Beispiel. Chishna bei den weiblichen Sachen und Chishin bei den männlichen. Chishin. Chishin ist männlich. Chishin. Chishin. Chishin und männlich ist Chishna. Chishin ist männlich. Das ist ganz interessant. Wenn ich jetzt diese zwei Wörter untereinander sehe, Naim und Chischen. Wir nennen Frauen auf Arabisch Il-Gins. Il-Gins heißt Geschlechter oder Geschlecht nur. Ich glaube, Geschlechter ist Mehrzahl, ne? Il-Gins. Il-Gins hat zwei Bedeutungen. Il-Gins heißt Geschlecht, Frauen oder Männer oder Geschlechtsverkehr, Sex, ja, Elgens. Elgens dann heißt entweder Geschlechter oder Geschlecht oder Sex. Und
Wenn wir jetzt sagen, il-gins il-na'im, das heißt, wir verwenden oder wir verbinden das Wort il-gins mit na'im, dann meinen wir hier die Frauen. Wir nennen die Frauen il-gins il-na'im, weicher Geschlechter. Wir nennen die Männer il-gins il-chischen. Und wenn du mal im Fernsehen oder in einer Zeitung so siehst, dass jemand schreibt oder sagt, il-gins il-chischen, dann sagst du jetzt, harte Geschlechter, dann sind die Männer. Il-gins il-na'im. Ach, weiche Geschlechter, was meint man in dieser Zeitung eh? Dann sie meinen hier die Frauen und so weiter. Krishna bedeutet hart, Krishna, Krishna bedeutet hart, aber männlich, und Krishna ist weiblich, Karin. Roswitha, kann es sagen, eine Bechut oder ein Hechut-Sha'a? Genau, eine Hechut-Sha'a für die Zukunft, kannst du sagen. Dann, du meinst hier, ich werde dann quasi eine Wohnung mieten oder nehmen. Das ist richtig, Roswitha. Das ist wunderbar. Genau, dann haben wir dann jetzt, dass jetzt viele davon gelernt. Sagt man auf Deutsch weicher Geschlechter und harte Geschlechter wie im Arabischen? Ich weiß wirklich gar nicht. Nein, okay, alles klar. Dann wisst ihr jetzt Bescheid, was das bedeutet. Kissen bedeutet Machadda und Mehrzahl Machaddat. Machadda und Machaddat. Und Machad haben wir gelernt, ist weiblich. Karina, starkes und schwaches Geschlecht, verstehe. Ja, dann wir sagen dann weiches und hartes Geschlecht. Sehr ganz interessant, ich wusste gar nicht, welchen Artikel hat das Wort Geschlecht, ob der oder dir oder das? Aber weil Karina jetzt Starkes geschrieben hat, jetzt ich weiß Bescheid, dass Geschlecht neutral ist, ja? Vielen Dank, Karina, du hast mir jetzt etwas beigebracht. Und du machst auch, wenn du Arabisch lernst, wenn du jetzt Texte li liest, ja? Wenn du liest jetzt Mahadda Naama, hast du jetzt gelesen, dass alles mit A ist, dann kannst du davon ausgehen sofort, dass die Sache hier weiblich ist. Und andersrum, ja? Aber in männlichen Sachen musst du aufpassen, stimmt nicht immer. Roswitha, fände ich nicht gut von wegen schwach. Ja, ich verstehe ganz gut, was du meinst. Ich glaube auch, es gibt Leute, die dagegen kämpfen in Ägypten für die Sprache, dass man solche Sachen gar nicht verwenden darf. Ich kann euch mal das zeigen. Bei Vereine und so. Ja, ich verstehe, Bernhard, was du meinst. Ilka geht auch, Anna Aisa, Mehtage, Martaba, Taria, min Fadlak. Aisa heißt möchten, Mehtage heißt brauchen, und die beiden Wörter gehen nicht zusammen. Das heißt, entweder verwendest du Aisa oder Mehtäge. Mehtäge ist aber ein bisschen höflicher als Aisa, weil Aisa gibt manchmal das Gefühl, dass du so befehlst einfach. Ne? Das ist ja Befehlssache. Ne? Du bringst mir jetzt ein Kissen. Aber brauchen zeigt, dass du mehr höflich bei der Sache bist. Es sei denn, dass das Hotel scheiße ist und du willst einfach. Das machen das hier was anderes. Ich hoffe, das ist nie passiert. Ich muss mit dem Chef reden. Und habt ihr mal die Situation, dass ihr mit dem Chef reden musst? Ich hoffe nie. Nein, das ist wunderbar. Ist mal mit Karin, ich weiß nicht, bei den anderen. Wort zu Wort sagen wir, muss. Ich spreche mit dem Chef oder Manager.
Ah, noch nie und wart immer zufrieden. Das ist ganz gut. Ah, Roswitha, oh doch, ich möchte gar nicht beschreiben, warum. Verstehe ganz gut. Aber okay, dann, falls du den Satz brauchst, wie machen wir das? Sagen wir Wort zu Wort, muss ich spreche mit dem Chef zum Beispiel. Und hier kannst du dich entscheiden, ob du ich muss sagst oder nur muss, wie du magst, ja? Entweder ich muss oder nur muss. Und ich muss heißt lesem. Lesem. Ich muss lesem. Spreche, lesem, akellem. Lesem, akellem. Lesem, akellem, akellem. Ne? Lesem, akellem. Lesem heißt muss, akellem heißt spreche. Wie gesagt, du kannst davor eine verwenden, aber musst du gar nicht. Ana lazim akallim ma'a. Ma heißt mit el-Mudir. El-Mudir ist Chef oder Manager oder was auch immer, aber der ganze Satz lazim akallim ma'a el-Mudir. Ilke sagt schon öfter, da wir ihn kennen, aber du meinst nur als Lieb, ne? Aber nicht um Beschwerde sozusagen. Vielleicht das wäre bestimmt interessant. Kann ich auch bereits sagen, oder wie fühlt man das? Ich muss selber gucken, was rechts ist. Sorry, Entschuldigung. Ach so, verstehe jetzt. Ich dachte, das ist ein deutsches Wort. Habe ich gesucht im Wörterbuch, habe ich es nicht gefunden. Reis geht nicht im Hotel, ehrlich gesagt. Ne? Reis geht nicht, nee, im Hotel geht nicht. Ich glaube, es geht mehr, wenn die Sachen mit der Hand gemacht werden. Ja? Zum Beispiel beim Zimmermänner und so weiter. Dann geht Reis ganz gut. Jutta fragt, kann man statt lesen auch Mumken sagen, wenn es nicht so ernst ist? Klar. Mumken natürlich, wenn du es Mumken sagst, dann zeigt hier, dass die Sache nicht so ernst ist, ja, oder es ist okay. Aber lesen, es ist hier, zeigt, dass du wirklich sauer bist. Jetzt muss ich mit dem Chef reden. Du hast recht auf jeden Fall, Jutta. Karin, was bedeutet tikallim oder tikallimis? Tikallim, du sprichst. Dann hier ist konjugiert für du. Inter tikallim und tikallimis. Wir sagen dann metikallimis, metikallimis. Metikallimis heißt, du redest nicht oder du darfst nicht reden metikallimis. Lazim akallim ma'a al-Muhandis. Al-Muhandis heißt Ingenieur. Präsident heißt Präsident el-Sisi. Ja, man sagt dann Rais el-Sisi oder Rais el-Sisi geht auch. Aber el-Sisi ist der Präsident, ist richtig. Wir sagen auch für die Leute, die zum Beispiel, jeder ist auch ein Präsident in seinem Beruf, ja. Heißt auch Rais, ja. Petra, wenn ich noch nicht sauer bin, aber trotzdem gerne mit dem Ingenieur sprechen möchte. Ingenieur. Ich verstehe nicht den Zusammenhang mit dem Mohandes. Warum Ingenieur ganz genau mit dem Hotel? Ich verstehe das nicht so ganz. Wir sagen manchmal für die Leute so, Bashmohandes, Bashmohandes. Aber das nicht in diesem Zusammenhang.
Das ist als an Sprache, wenn man mit jemandem redet, als Rufwort. Der Taxifahrer oder Kapitän ist auch Reis, auf jeden Fall. Besonders der Taxifahrer ist Reis. Genau, lesen, wenn man schon sauer ist. Mumkin, wie Jutta geschrieben hat, wenn die Sache nicht so ganz ernst ist. Ne? Genau, damit Mumkin. Wenn du nicht so ganz sauer bist, kannst du einfach Mumkin sagen. Das ist richtig. Mumkin dann zeigt, okay, wie Jutta einfach geschrieben hat, es ist nicht so ernst oder du bist nicht so sauer. Dann sag Mumkin, Kallim, Ma'al-Mudir. Aber wenn du jetzt sauer bist, dann lesen auf jeden Fall. Genau, Karin. Wenn man sagt jetzt Ja Reis, dann heißt jetzt du Chef. Das ist richtig. Ja Reis, du Chef. Ganz gut. Oder auch mit Freunden geht. Ja, du sagst zu einem Freund Ja Reis, Ja Reis. Und es gibt auch jetzt viele Wörter, etwas wie Ja Brenz und so. Es gibt es viele heutzutage. Aber kannst du auch sagen zu einem engen Freund von dir, ja, es geht wunderbar. Genau, ich hoffe, dass es für euch heute Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, das war für euch heute nicht zu viel. Glaube ich auch, ein paar von euch haben heute mit mir 3 Stunden gemacht. Ich hoffe, dass es für euch Spaß gemacht hat. Mudir. Karin heißt Mudir, Manager oder Chef Mudir, ne? Mit U. Mudir. Ansonsten sehen wir uns inshallah in anderer Stunde. Ich danke euch und ja, und vielen Dank. Ne? Dann Dankeschön, Shukran Gazilan. Heidrun, was heißt Yalla Nochrug? Yalla Nochrug, lass uns ausgehen, ja? Lass uns ausgehen. Dann vielen Dank. Ne? Ciao, vielen Dank, Masalama. Bye bye.